Applaus für die Spieler des FC Bayern München nach dem souveränen 2:0 Auftaktsieg in der Champions League bei Benfica Lissabon. Allen voran für den Mann des Spiels, Renato Sanches. Präsentieren dieses Spiel gegen Benfica ist sehr wichtig, weil es der Club, den ich formiert habe, und ich bin sehr glücklich, hier wieder gegen Benfica zu sein. Es ist ein Moment unvergesslich für mich. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Letzte Frage muss ich stellen, Renato Sanches. Ein Wort dazu, waren tolle Szenen. Sieht man selten im Fußballstadion, aber es ist toll für den Jungen auch, oder? Unglaublich. Wirklich, freue mich riesig für Renato, weil klar, hat auch Zeiten gehabt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Deswegen ist fit jetzt, sieht man, konditionell top drauf. Und ja, dass er Fußball spielen kann, hat man heute gesehen. Und natürlich, wie die Zuschauer das... ja, wie die das gemacht haben, ist natürlich sensationell. Kompliment auch an die Leute hier, weil sieht man wirklich selten, wie sie das gesagt haben. Ja, ist für uns alle wichtig, natürlich auch für den Trainer, so anzufangen, so zu starten. Das gibt allen Sicherheit und auch, glaube ich, den Spielern, die vielleicht ein bisschen weniger Einsatzzeiten hatten. Und gerade was jetzt den Renato betrifft, dass er so ein gutes Spiel gemacht hat, dass er auch sein Tor erzielt hat, gerade bei den Fans, die ihn ja auch sehen wollten. Und das hat man gemerkt nach dem Spiel. Sie haben sich auch bei ihm bedankt für seine Performance und es war ein toller Abend. Die Reaktion im Stadion für Renato Sanches war wirklich unglaublich. Das ist großer Respekt für die ganze Fans. Und der Renato hat gut gespielt. Das war auch, ich denke, für ihn persönlich ein sehr wichtiges Spiel und wahrscheinlich für seine Selbstbewusstsein auch sehr wichtig, dass er hat gezeigt, dass er ist dabei und er kann auch der Mannschaft helfen. Als Sie hier rausgekommen sind, gleich Faust geballt, in die Tür geknallt. Sie wissen als erfahrener Mensch, wie wichtig der erste Sieg gleich ist. Absolut. Also wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt gut gestartet sind. Klar, erstmal 3 Punkte sind ganz wichtig, haben uns wieder zurückgemeldet in der Champions League und können natürlich jetzt mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen. Auf jeden Fall erstmal ist es natürlich wichtig, so anzufangen, wie wir uns das auch vorgestellt haben, die ersten 3 Punkte sich zu sichern jetzt in der Gruppenphase, um auch ein Signal den Gegnern zu setzen, dass wir auswärts hier das Spiel einfach verdient gewonnen haben und gut gestartet sind. Ja, ich denke, wir haben heute richtig gut gespielt, klar. Wir haben ein paar Fehler gemacht, aber das war das erste Auswärtsspiel, das erste Champions League-Spiel und ich denke, wir haben alles gut gemacht und 2 Tore geschossen und ich denke, die ganze Spiel, wir hatten unter Kontrolle. Klar, wir konnten noch besser spielen, wahrscheinlich die letzte Pass besser spielen, aber wichtigste, das erste Sieg, erste 3 Punkte und erste Tore. Ich möchte Sie herzlich im Namen des FC Bayern hier in Lissabon in diesem schönen Saal begrüßen. Späte Stunde, alle haben bestimmt Hunger. Die Mannschaft vor allen Dingen. Darf erstmal mich sehr herzlich bei der Mannschaft bedanken für einen gelungenen Start heute Abend, für ein gutes Spiel und ich denke auch einen sehr verdienten Sieg. Habt ihr gut gemacht, seriös gemacht, verdient einen Applaus. Atmosphäre im Stadion, glaube ich, war sehr schön heute und ich möchte ein paar Leute heute besonders hervorheben. Zu meiner Linken ist Niko Kovac hat heute sein erstes Spiel in der Champions League bestritten, ist ja groß in den Medien begleitet worden. Niko, ich darf dir dazu erstmal herzlich gratulieren und wenn man dann gewinnt, dann macht das die Sache besonders angenehm. War ein gelungener Start und ich glaube, wir haben gleich mit dem Sieg auch hier ein Zeichen gesetzt. Es war, wie gesagt, sehr verdient, sehr gut gemacht und ich glaube, wir haben damit auch Voraussetzungen geschafft, dass wir uns am Ende des Tages dann für das Achtelfinale damit qualifizieren. Dann haben wir einen weiteren Mann, ich überlege gerade, ob er schon hier ist. Thomas Müller hat heute das 100. Champions League-Spiel gemacht. Das ist eine stolze Zahl, muss ich sagen, wenn man in dem Alter schon 100 Spiele auf dem Rücken hat. Und ich glaube, er wird irgendwann, wenn er so weitermacht, wahrscheinlich jeden Rekord bei Bayern München einnehmen und auch brechen. Dann, glaube ich, haben wir uns alle heute Abend gefreut für Renato Sanches.
Renato hatte schon, muss man korrekterweise sagen, nicht ganz einfache Zeiten hier bei uns oder auch im letzten Jahr in Swansea. Und ich finde es toll, dass der Trainer dir heute Abend die Möglichkeit gegeben hat, erstmal hier zu spielen in deiner alten Heimat. Du hast die Chance, muss ich sagen, bravourös genutzt. Du hast gut gespielt, sehr gut gespielt, hast dann sogar noch das 2-0 gemacht. Und ich glaube, was allen gefallen hat, die hier im Raum sind, war deine Geste, dass du nicht gejubelt hast, aber dass dich das Publikum anschließend, deine alten Fans hier von Benfica Lissabon, applaudiert haben. Das war eine große Geste, finde ich, und das hast du dir verdient. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Applaus.